Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Review des Sonos One smarten Lautsprechers, den wir uns heute mal genauer ansehen werden. Hier habe ich das Teil schon mal, was im Prinzip eine konsequente bzw. smarte Weiterentwicklung des Sonos Play ist. Die einzigen Unterschiede sind, der hier hat schon Amazons Alexa an Bord, das man aktivieren kann. Er ist imstande AirPlay 2 wiederzugeben und er hat hier oben eine Touch-Oberfläche. Und im Detail schauen wir uns den jetzt mal gemeinsam an. Mit einer Höhe von gerade mal 16 cm und einem Gewicht unter 2 Kilo ist der Sonos ein echter Winzling. Trotzdem kommt er als Kraftpaket daher, ist mit zwei digitalen Verstärkern ausgestattet, einem Hochtöner und einem Mitteltöner und die Bässe sind trotzdem druckvoll und können sich durchaus sehen bzw. hören lassen. Die Bedienung ist schnell erklärt, es gibt nämlich nur vier Tasten, Touch-Tasten auf der Oberfläche, um genau zu sein, lauter, leiser, in der Mitte ein Play-Pause-Button und oben dieses kleine Mikrofon schaltet eben die verschiedenen Mikrofone, die da verbaut sind, ein oder aus. Alles Weitere wird, sofern man denn diese Funktion nutzen möchte, per Sprachbefehl über Alexa gemacht oder eben über das Smartphone, womit man auch die Einrichtung macht, die wirklich schnell und einfach gemacht ist. Da zeige ich euch jetzt mal die dazugehörige App. Über die App lässt sich zunächst einmal der Lautsprecher einrichten, mit dem WLAN verbinden und man kann ihm einen Raum zuweisen, sodass man zum Beispiel sagt, ich habe einen Lautsprecher in der Küche, der soll XY spielen oder ich erweitere mein Set und habe noch einen Lautsprecher im Wohnzimmer. Dann kann ich hier Musikdienste hinzufügen. Angefangen hat alles nur mit, ich glaube, Amazon Music. Mittlerweile ist die Liste lang. Es ist Spotify dabei, was ich ziemlich wichtig finde. Apple Music ist dabei und sogar das neue YouTube Music ist dabei. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind, aber da sollte wohl jeder seinen Streamingdienst finden. Bei den Sprachdiensten hingegen gibt es nur Alexa. Apple-Fans gucken mit Siri weiter in die Röhre. Das können sie über AirPlay nutzen, allerdings nicht direkt integriert. Der Google Assistant ist meines Wissens nach noch nicht integriert, sollte aber eigentlich mal folgen. Das wurde aber schon vor einer Weile angekündigt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie da der Stand ist. Ich bin mit Alexa aber ganz happy, nutze es nur auf diesem Lautsprecher und habe sonst nichts. Und man kann natürlich auch hier über die Sonos App direkt den Musikanbieter wählen, zum Beispiel Spotify, oder aber man macht das Ganze mit Sprachbefehl oder über AirPlay, aber über die App ginge es theoretisch auch. Über AirPlay, jetzt für alle iPhone-Inhaber interessant, über AirPlay 2 genauer gesagt, die hier unterstützt werden, kann man es natürlich auch so manuell auswählen und so kann man dann im Prinzip das iPhone, ich sage mal, spiegeln, also die ganze Soundausgabe auf den Sonos One lenken. Ein weiteres cooles Feature ist natürlich die eben schon erwähnte Alexa-Integration. Wenn man sich da ein Benutzerkonto erstellt hat und sich die Alexa-App runtergeladen hat, dann kann man den Sonos One auch so ein bisschen, ja, ein paar Tricks beibringen. Skills heißt es ja bei Alexa. Man kann zum Beispiel hier die Tagesschau in 100 Sekunden, man kann Akinator spielen, man kann hier den Streamplayer starten. Da unten sieht man dann auch immer so die Kommandos schon, die man dann sagen muss. Ja, wir haben hier verschiedene Radiosender dabei und über diesen Skill-Store nenne ich es jetzt einfach mal, also die kosten alle nichts, glaube ich, alle, sage ich einfach mal so. Also die ich jetzt habe, die kosten alle nichts und die kann man ihn dann lernen lassen quasi. Das heißt, man lädt diesen Skill runter und dann besitzt der Lautsprecher diesen Skill. Kann hier auch so Quiz-Sachen runterladen, wie dieses WWF-Quiz hier, klassisch eine Einkaufsliste, man kann sich Timer stellen für in der Küche, also all das, was Alexa kann. Ein paar Sachen sind eingeschränkt, zum Beispiel kann man nicht telefonieren darüber, aber man kann ja im Fall von einem iPhone zum Beispiel das Audiosignal, den Ausgang eben über AirPlay hier drauf lenken und dann hat man eben den Anrufer auf dem Lautsprecher, aber nicht das Mikrofon. Das Mikrofon, das habt ihr ja gerade schon gesehen, kann man hier mit einem Touch auch an- und ausschalten. Das heißt, wer dann irgendwie Angst hat, überwacht zu werden von Alexa oder wem es einfach nicht haben will, der kann mit einem Tab halt eben das Mikrofon oder die Mikrofone, muss man ja sagen, sind ja mehrere verbaut, an- oder ausschalten. Ja, auch ganz interessant ist der Einstieg ins Smart Home, der damit möglich wird. Ich habe das auf einer ganz roughen Basis gemacht. Ich habe so ein paar Geräte wie zum Beispiel Lampen, Lichtschalter, Steckdosen und Heizkörperthermostat, ein Staubsaugerroboter. Die kann man hier auch alle hinzufügen und dann eben auch mit einem Kommando an den Sonos One startet er dann meinetwegen den Staubsauger oder macht eben das Wohnzimmer wärmer. Das ist auch ganz nice und ist eben eine sehr einfache Herangehensweise, weil man die Geräte alle damit verknüpfen kann und dann nicht noch irgend so eine, ja, Zwischending, so eine Steuereinheit oder sowas dafür braucht.
Trotzdem wurde an Alexa im Sonos One ja einiges an Kritik laut. Das Ganze würde nicht so funktionieren, die Mikrofone sind nicht so genau. Das konnte ich jetzt so extrem nicht feststellen, aber ich zeige euch trotzdem mal kurz, wie Alexa hier funktioniert. Alexa, welche Termine stehen heute im Kalender? Für den restlichen Tag steht nichts im Kalender. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Mainz beträgt die Temperatur momentan 2 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich Schnee und regnerisches Wetter mit einer Tiefstemperatur von 1 Grad. Oh, na toll. Alexa, setze Streusalz auf meine Einkaufsliste. Streusalz zur Einkaufsliste hinzugefügt. Ja, das ist jetzt immer nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch andere Skills, die dazugeladen werden können. Zum Beispiel, Alexa, lies mir die Nachrichten vor. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. USA setzen INF-Vertrag auf. Alexa, stopp. Das gab Außenminister Pompeo nun oft. Da kann man auch wählen, ob man eben die Tagesschau in 100 Sekunden, wie ich das jetzt habe, oder einen anderen Nachrichtendienst sozusagen als Standard festlegt. Genauso wie man es eben bei der Musik auch macht, ob mit Spotify, Apple Music, Amazon und so weiter. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, die ich eben angesprochen habe, Smart Home Geräte damit zu verknüpfen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, Alexa, schalte den Fernseher ein. Außerdem kann man sagen, Alexa, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 22 Grad. Die Wärme ist auf 22 Grad gestellt. Weil ich eben auch das Heizkörperthermostat damit verknüpft habe. Oder man sagt, Alexa, schalte die Weihnachtsbeleuchtung an. So kann man eben für verschiedene Steckdosen oder Geräte Namen vergeben und da hat man eben den Begriff Weihnachtsbeleuchtung für eine Steckdose verknüpft und da stecken dann im besten Fall die Lichterketten drin. Und so kann man den Lautsprecher natürlich auch dafür mit der Stimme steuern, wofür er eigentlich gebaut wurde, um halt eben Musik abzuspielen. Das lässt sich natürlich wunderbar kombinieren und zwar auch mit Alexa oder eben direkt übers Handy, je nachdem wie es gerade beliebt. Alexa? Spiel meine Top Tracks 2018. Your Top Songs 2018 von Spotify. Es geht los heute Nacht. Alexa, stopp. Und ich finde, gerade hier dran hat man gesehen, dass man doch ganz gut von den Mikrofonen verstanden wird. Bei laufender Musik kann man einfach Stopp sagen und es hat funktioniert. Aber apropos Musik, wollen wir uns der mal widmen. Denn neben so Standardeinstellungen wie Lautstärkebegrenzung, Equalizer und so weiter, gibt es hier auch das TruePlay, was wir aktivieren können. Und damit scannt man vorher den Raum nach seiner Beschaffenheit, nach seinen Ecken, Kanten und so weiter und der Größe. Und der Sonos One passt dann daraufhin den Klang an. Und das macht man einfach, indem man das Ganze hier über die Sonos-App startet. Das Handy ist dann das Mikrofon, was die Geräusche einfängt, die der Lautsprecher sendet. Und das Ganze hört sich dann folgendermaßen an. Sehr unangenehme Geräusche, wie ich finde, aber natürlich cool, um die Box perfekt auf den jeweiligen Raum, in der sie steht, abzustimmen. Aber egal ob mit oder ohne TruePlay-Einstellung, ich bin sowas von begeistert vom Sonos One. Für die Größe hat er echt einen perfekten Sound. Sehr, sehr druckvolle Bässe, muss man sagen. Die kann man natürlich reduzieren, wenn man das möchte. Mitten und Höhen kommen auch super klar raus. Zuletzt so begeistert von so einem kleinen Lautsprecher war ich von diesem Zeppelin-förmigen JBL. Und obwohl es natürlich relativ witzlos ist, jetzt durch ein Kameramikrofon eingefangen, aber hier der Vollständigkeit halber noch die Musik für euch und damit schließt das Video. Also von mir eine große Empfehlung. Der Sound, wie gesagt, ist richtig geil. Und dazu noch die Alexa Features machen die Sonos One so Alexa.
stopp.